Die meisten von euch wissen ja, dass ich von der aktuellen Form der EU, so wie sie ihre Politik macht, so wie sie aufgebaut ist, nicht viel halte, einfach weil das nichts mehr mit dem Grundgedanken zu tun gehabt hat. Ja, Friedensprojekt und einem gesunden Wirtschaftsprojekt, das hat damit gar nichts mehr zu tun. Es ist nur noch ein einziges Diktat und im Hintergrund stehen die USA und große Konzerne. Korruption geht dort tagtäglich ein und aus und im Endeffekt wird die Souveränität einzelner Nationalstaaten immer weiter abgebaut. Und zwar nicht zu deren Vorteil, sondern eher zu deren Nachteil. Gerade in Mitteleuropa, gerade die deutschsprachigen Nationen Österreich und Deutschland sind ja nur noch Nettozahler und dürfen für die Fehler anderer Länder blechen. Und davon halte ich einfach gar nichts. Da gehören dringendst Reformationen her, aber wir wissen ja alle, darauf lässt sich lange warten. Und daher finde ich es immer wieder erfrischend und toll, wenn es dann doch einzelne Staatschefs gibt, die noch sagen, ihr könnt mich mal. Wenn die wirklich einmal die starke und kalte Schulter auch teilweise der EU zuwenden und sagen, ich handle im Interesse meines eigenen Landes. Und wenn die dann merken, dass einzelne Entscheidungen der EU zum Nachteil des eigenen Landes sind, dann sagen diese Leute, nein, danke, nicht mit mir. Und der wohl bekannteste Staatschef, der sich traut, gegen die EU aufzustehen, ist wohl Viktor Orban. Zum Beispiel bei den Sanktionen, da sagt er mittlerweile, halt, stopp, es ist genug. Er befragt jetzt auch sein eigenes Volk, ob sie so weitermachen möchten oder nicht. Ja, also er ist wirklich eine Gefahr für die Demokratie, wenn man die eigenen Leute befragt, dann ist das natürlich gefährlich. Ja. Und der nächste Schritt, der jetzt kommt, hat auch wieder etwas mit der EU-Außenpolitik im Ukraine-Konflikt zu tun. Und zwar blockiert Ungarn vorerst einen Megakredit der EU für die Ukraine. Der soll demnächst verabschiedet werden mit sehr günstigen Zinssätzen für die Ukraine. Aber Ungarn wird da vorerst nicht mitmachen. Und wir wissen ja alle, gerade bei solchen großen Entscheidungen muss das einstimmig beschlossen werden. Wenn sich Ungarn da querstellt, dann wird einfach nichts damit. Konkret geht es um 18 Milliarden Euro. Ja, ihr seht schon, die EU hat es ja, die Nationalstaaten haben es ja. Ist ja niemand höchst verschuldet und die Inflation steigt auch nicht weiter. Nein, da kann man natürlich schön am Band Geld drucken und es dann in die gesamte Welt hinaus buxieren. Scheint sehr gut zu funktionieren, aber Ungarn macht da, wie gesagt, vorerst nicht mit. Und die Gründe dafür könnten unterschiedlichste sein. Zum Beispiel wissen wir ja auch, dass die EU Ungarn versucht hat zu erpressen. Da geht es ja um angeblichen Demokratieabbau, um angebliche Korruption in Ungarn, die es mit Sicherheit gibt. Aber da sollte man vielleicht zuerst einmal vor der eigenen Haustüre kehren. Und daher wurden noch zum Beispiel Covid-Unterstützungen noch nicht ausgezahlt, auch in Milliardenhöhe für Ungarn. Ungarn wartet weiterhin auf diese Zahlungen. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein, einfach zu sagen, ja, wenn ihr nicht weiter tut und wenn ihr uns da pressen wollt, dann drehen wir den ganzen Spieß halt mal um. Es könnte natürlich auch noch sein, dass Ungarn hier das größere Bild sieht und genau weiß, dass wenn die EU so weitermacht mit dem Verteilen des eigenen Geldes in der ganzen Welt, dass das irgendwann einmal ein ungutes Ende nehmen wird. Wir sehen das ja immer näher auf uns zukommen, wenn wir so weitermachen. Das geht halt einfach nicht ewig, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen und sie denken, Europa könnte die ganze Welt retten. Und so ist es eigentlich egal, welchen Grund man dafür sieht. Es ist im Endeffekt einfach nur ein wunderbares Zeichen an die EU-Eliten und gerade auch an Ursula von der Leyen, dass es sehr wohl noch Leute gibt, die gegen sie aufstehen und die sagen, mit uns könnt ihr nicht einfach alles machen, was ihr wollt. Die fühlen sich ja mittlerweile schon fast wie in den USA. Ja, Ursula von der Leyen fantasiert meiner Meinung nach schon so ein bisschen davon, dass sie die Präsidentin der Vereinigten Staaten Europas ist. Aber solange es solche Leute gibt, die sagen, nicht mit mir, solange könnte das schwierig werden. Und vielleicht nehmen sich ja auch einmal ein paar andere Staatschefs ein Beispiel an ihm. Da gäbe es zum Beispiel in Österreich so einen Bundeskanzler Nehammer, in Deutschland seinen Kanzler Olaf Scholz, die tun immer ganz groß auf staatsmännisch, aber dann, sobald sie einmal vor einer Ursula von der Leyen stehen, wird nur noch genickt, zugestimmt und man ist wie ein kleines Mädchen, ganz kleinlaut. Und deswegen ist es umso schöner, wenn es Leute gibt, die einfach sagen, nope, nicht mit uns. Sehr gerne kommentieren, was ihr davon haltet und denkt ihr, wenn wir so weitermachen als EU mit dieser Finanz- und Außenpolitik, was wird das für ein Ende nehmen? Bitte sehr gerne kommentieren. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Abonniert mich noch gerne hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.